Schüttel. Mandrico. Ivanov. Wagner. Prosenik. Ja, vielleicht geht sich doch noch ein Tor in der Schlussphase aus. Parteitschik. Zu überhastet. Es gelingt nicht. Die 90. Minute ist hier angebrochen. Rapid verliert zum ersten Mal nach 13 Europacup-Spielen, in denen man gewonnen hat, hier gegen Manchester United. Verdient 0:2, nimmt Abschied aus der Champions League. Man hat sehr, sehr viel an Erfahrung gewonnen, auch was die Geschäftsführung, die Organisation und das Management betrifft. Und auch die Spieler haben gesagt, wir haben gelernt und wir werden uns im nächsten Jahr, sollten wir dabei sein, sicher besser schlagen. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir in eine etwas leichtere Gruppe kommen. Dieses Glück wird, egal wer österreichischer Meister wird, doch ein bisschen auch dabei sein müssen. Egal ob das nun Casino Salzburg wird, Sturm Graz, der LASK, Tirol oder irgendwer andere. Eines ist klar, man muss dem Grazer Athletikclub, dem GAK, danken, dass man Inter Mailand 1:0 geschlagen hat, obwohl man dann in der Verlängerung und im Elfmeterschießen besiegt wurde, denn dieses 1:0 wurde in der UEFA Cup Punktewertung gewertet und momentan sollte Juventus gewinnen gegen Fenerbahce, dann wäre Österreich nach wie vor der Türkei und hätte Rang 8 inne. Dann hat diese Niederlage gegen Manchester die Mannschaft, die aus eigener Kraft ins Viertelfinale aufsteigen kann, doch noch irgendwo einen Sieg. Und das ist der Schlusspfiff. Manchester United kann hier jubelnd die Arme in die Höhe werfen. Cantona verabschiedet sich hier vor dem korrekten Schiedsrichter Leif Sundell. Radajcik und Cantona werden offensichtlich die Leiberl tauschen, die Dressen. Ein sehr gutes Fußballspiel in der ersten Hälfte, in der zweiten weniger, ist hier zu Ende gegangen. Wir haben wunderschöne Spielzüge von Manchester United gesehen. Man hat hier bemerkt, wie attraktiv moderner Fußball sein kann. Einmal berühren, super Szenen, schnell wechselnde Szenen, auch von Rapid mit ausgeführt. Das ist das Positive daran. Die Mannschaft hat angedeutet, dass sie sich steigern kann. Und wollen wir mit einem positiven Schlusswort dieses Spiel hier beenden. Hier noch einmal die Entscheidung, das 0:2 durch Cantona, Vorarbeit Beckham. Konsul hatte auch hier keine Chance. Ansonsten war er wie immer ein Rückhalt seiner Mannschaft. Manchester also verdientermaßen hier 2:0 Sieger auf dem Weg ins Viertelfinale und hier noch die Torhüter Peter Schmeichel und Michael Konsul. Attraktive Spieler ihrer Mannschaft. Jubel bei May und Cantona. Der lange Pallister hier auch noch dabei. Giggs, der das Zaubertor zum 0:1 erzielt hat. Und mit den Bildern des Stars Cantona, der seiner Mannschaft nach wie vor den Stempel aufdrückt. Mit diesen Bildern, mit denen wir begonnen haben, beschließen wir jetzt auch nur diese Live-Übertragung. Es gibt sicher dann noch Interviews und im Studio wird sie dann Hans Huber erwarten. Es wird Gespräche mit Ernst Dokopil geben und es wird hier auch dann Bilanz von der Seite des Rapid-Trainers gezogen werden. Die englischen Zuschauer sind nach wie vor sangesfreudig. Rapid-Spieler gehen zu ihrem Anhang hinüber. Hier die Freudenfeier bei den Engländern. Und etwas ruhiger der Abschied von den Fans im Rapid-Sektor. Aber dieser Dank der Spieler an das Publikum, der ist korrekt, der ist gerecht, verdient. Denn die Rapid-Anhänger haben ihre Mannschaft hier nie im Stich gelassen. Hier haben wir noch die abgekämpften Spieler, Schöttl, Zingler. Sie haben sich gut geschlagen, aber es war, man muss es wirklich sagen, zu wenig. Es gibt doch verschiedene Klassen, Stufen, was das Können im Fußball betrifft. Rapid sicher eine Klasse in Österreich, international eine Klasse etwas mit Feyenoord, Fenerbahce, da kann man mithalten. Aber die Stufe zu Manchester, Juventus, Barcelona, Bayern wahrscheinlich zu groß. Hier noch einmal die Grafik der technischen Daten. Der Ballbesitz ist etwas geringer geworden bei Manchester. 58%, 42% bei Rapid. Die Überlegenheit von Manchester United hat sich auch in dieser Statistik verdeutlicht. Hier noch einmal Eric Cantona.
viele Manchester-Spieler schon in den Dressen von Rapid. Es wird ein schönes Andenken sein. Und wir bringen jetzt die ersten Interviews und ich sage Ihnen vorläufig Danke hier mal von Herrn Oden vom Kommentatorplatz. Ja, ich habe bei mir den Andreas Heraf. Herr Heraf, gegen Fenerbahce und Juventus konnte man ein 0:1 wieder wettmachen. Warum hat es heute nicht geklappt gegen Manchester? Ja, weil das wieder mal eine klasse Mannschaft war wie die anderen auch. Manchmal gelingt es, heute ist es uns leider nicht gelungen. War es der stärkste Gegner hier im Happelstadion von den drei? Na, das möchte ich nicht sagen, aber es war ein sehr schwerer Gegner. Ein Gegner, der über uns zu stellen ist und das haben wir auch über weite Strecken des Spiels gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Aber wir haben dagegen gehalten, haben versucht, unser Bestes zu geben und das ist halt leider nicht mehr rausgekommen. Vor allem Chancen hat es ja eigentlich genug gegeben, fast so viel wie, glaube ich, in den ersten fünf Spielen zusammen, vor allem in der Anfangsphase. Das stimmt, wir haben gegen so einen starken Gegner einige Chancen herausgespielt, aber meistens ist irgendein Bein oder ein Körper dazwischen gewesen und so konnten wir kein Tor erzielen, aber auch Manchester hatte Chancen und so war das Ganze gerecht verteilt und die haben die Tore gemacht. Eine tolle Serie ist heute zu Ende gegangen für Rapid, man war 13 Spiele ungeschlagen im Europacup. Schmerzt es als Spieler oder denkt man sowas gar nicht? Ja, man denkt einfach nicht daran. Wir wollten dieses Spiel gewinnen, nicht wegen des Rekordes, sondern wegen unserer Fans und wegen uns selbst, weil wir einfach zeigen wollten, dass wir auch in dieser Liga gewinnen können. Das ist uns leider nicht gelungen und der Rekord ist halt auch daneben gegangen, aber halb so schlimm. Jetzt wollen wir Meister werden und nächstes Jahr versuchen wir wieder. Danke, Andreas Herr, für dieses Interview. Und bei uns im Studio ist jetzt Peter Stöger, der ja vorzeitig ausgewechselt wurde. Peter Stöger, Rapid, die einzige Mannschaft ohne Sieg in der Champions League. Macht das den Abschied besonders deprimierend? Naja, natürlich, wir hätten gerne vor allem zu Hause ein Spiel gewonnen. Wir haben jedes Mal tolle Unterstützung von unserem Publikum gehabt und leider Gottes muss man eben sagen, dass es ganz einfach klassemäßig nicht gereicht hat, dass wir einen dieser drei Gegner eben geschlagen hätten. Wie Rapid diese ersten zwei Chancen vergeben hat, war Ihnen da schon so ein bisschen klar, das kann nicht der Abend der Hütteldörfer sein? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eher gedacht, als wir diese Chancen vorgefunden haben, sie halt leider nicht verwertet haben, habe ich mir gedacht, es könnte vielleicht ein Europacup-Spiel werden, so wie es im Cupsiegerbewerb voriges Jahr des Öfteren war, dass wir stark begonnen haben und dann irgendwann unsere Chancen genützt haben. Es war leider nicht der Fall. Man muss auch sagen, wir haben Chancen vorgefunden, diese nicht verwertet. Manchester hat ebenso viele Chancen vorgefunden und dann natürlich mit diesem ersten Tor ist die Ausgangssituation für uns noch schwieriger geworden und da haben wir ganz einfach dann nicht mehr dagegen halten können. Schauen wir uns dieses erste Tor gleich einmal an. Das war in der 24. Minute. Giggs, Cantona, Giggs. Schon ganz großartig herausgespielt, ja, nicht? Wunderbare Aktion gewesen. Also, ich meine, der Giggs hat den ersten Pass gemacht und ist dann ein paar Sekunden später wieder zum Ball gekommen, allein vom Tor eigentlich, also von Michel Franzmann, das super gemacht. Also war eine wunderschöne Aktion. Da muss man fast als Gegner applaudieren, nicht? Ja, ich meine, es ist halt traurig, aber man muss das ganz einfach akzeptieren. War damit schon die Entscheidung für Sie gefallen oder haben Sie gedacht, Rapid könnte das Spiel noch umdrehen? Na, ich glaube, wir haben auch nach diesem 1:0 noch etliche Chancen gehabt, bevor wir dann das zweite da bekommen haben. Aber es ist halt so, ich meine, man muss diese Chancen gegen solche Klassemannschaften eben nützen. Viele gibt es nicht und die wenigen, die vorhanden sind, die muss man verwerten, sonst hat man eben keine Chance zu gewinnen. Sie sind zweimal in Schussposition gekommen, zweimal war ein Bein dazwischen. War da irgendwas, haben Sie da irgendwas nicht richtig gemacht oder war das einfach Pech? Naja, die Engländer haben was nicht richtig gemacht, ne, würde ich sagen. Also ich denke, von meiner Situation aus war es so, dass ich immer wieder nur schießen konnte. Es war nicht so, dass ich irgendwie in ein Eck spielen konnte, sondern ich habe mich eben für den Schuss entschieden und jedes Mal war halt immer ein Bein dazwischen. Das ist halt in dieser Situation dann natürlich auch Pech, aber ich denke, wir haben in sechs Champions League-Spielen nur zwei Tore geschossen. Man muss da realistisch sein und ganz einfach sagen, dass da irgendwo natürlich auch die Klasse gefehlt hat. Vor dem zweiten Treffer wurden Sie ausgetauscht. War dieses Saisonende für Sie irgendwie besonders bitter? Ach, wie soll ich sagen, es ist,
ich denke, ich bin nicht überheblich, wenn ich sage, dass ich Spieler einer Kategorie bin, das nicht sehr gerne sieht, wenn er ausgetauscht wird. Ich denke, diese Champions League ist für mich so zu Ende gegangen, wie sie begonnen hat, nämlich nicht mit vollen 90 Minuten, die ich gespielt habe. Aber ich denke mal, ansonsten sage ich nichts dazu. Wir lassen da den Weihnachtsfrieden da im Raum stehen. Weihnachtsfrieden, zweite Tor, das wollen wir uns jetzt anschauen. In der 72. Minute. Fehler von Mandreko zunächst, dann Vorarbeit Beckham und Cantona vollendet ein Tor, auf das er jetzt schon lange gewartet hat. Auch dieses Tor, das Sie ja live nicht gesehen haben, jetzt hier bei uns sehen, sehr schön herausgespielt. Ja, ist also nicht ganz so, aber ich denke, ein ähnliches Tor haben wir auch in Manchester bekommen, wo der Ball durch die gesamte Verteidigung durchgespielt wurde und auf der zweiten Stange dann eben ein Spieler das Tor geschossen hat. Es war aber trotzdem sehr schön gemacht. So kurios das klingt, trotz der Niederlage, der achte Platz für den österreichischen Fußball, der bedeuten könnte, einen dritten Teilnehmer im UEFA-Pokal und möglicherweise sogar eine zweite Mannschaft in der Champions League, könnte doch noch möglich sein, wenn Fenerbahce in Turin verliert. Zur Pause hat ja Juventus Turin mit 1:0 geführt. Fenerbahce hatte noch die Chance, das Viertelfinale zu erreichen, wenn die Mannschaft das Spiel noch umdrehen kann. Ich bedanke mich zunächst einmal beim Peter Stöger, gerne, dass er zu uns ins Studio noch gekommen ist. Und Robert Seger sagt Ihnen jetzt, wie die zweite Hälfte in Turin verlaufen ist.